Hat es auch gespannt, was du gesagt hast? Oder wie haben wir inzwischen gesagt, dass du es abgeschätzt hast? Ich weiß, du bist nicht vorbereitet. Ich weiß jetzt nicht, was das Mensch gesagt hat. Also, immer dann schieben drei Arten zu sagen. Das kommt ja so hinten. Leo und Bezeichnung. Dann vielleicht so Struktur. So hinten, das ist ja eine Arbeit, die mich seit 10 oder 11 Jahren begleitet mittlerweile. Und das ist vielleicht typisch und einzige Arbeit an der Arbeit. An der Skulptur, das steht bei jedem Atelierumzug dabei war. Also sie war, ja, sie haben mitgenommen bei jedem Umzug, immer daran gearbeitet, die haben immer gedacht, das ist jetzt das letzte Mal, also jetzt ist sie dann absolut fertig, dann haben sie es trotzdem nochmal probiert und im Grunde ist es so darum gegangen, praktisch der ist aber weniger geworden. Und da hat die Ausstellung dann wirklich gepasst, wo es ums Scheitern in der Kunst geht, einfach eine Arbeit. Jeder, ich glaube, bei jedem Künstler gibt es die Arbeiten, die verfolgen man lange Zeit. Zählen sicher nicht zu den besten Arbeiten, sind aber irgendwo doch dann irgendwie so vertraut, dadurch, dass man so viel Zeit mit denen verbringt, dass sie unabhängig von der Qualität eine eigene Qualität entfalten und dann doch wieder sehr wichtig werden, persönlich. Das ist vielleicht zu der Arbeit noch. Das ist ein altes Infanteriegewehr. Das haben wir zufällig vor meinem Atelier gefunden. Durch Erosion ist das irgendwann an die Oberfläche gekommen. Das ist eingesetzt worden im Balkankrieg und im Ersten Weltkrieg. Und wie war das praktisch? Ich möchte nicht wissen, was die gleiche Geschichte. Dieses 11 mm Kaliber Gewehr hat und im Grunde ist halt, spricht da also jeder Griff zu einer Waffe. Kann nur im Grunde scheinen. Deswegen sind da für mich die Parallelen zwischen dem, was übrig bleibt, muss ja also praktisch teilweise zersetzen, was übrig bleibt, ist die Form, was da noch so passiert, dass es an die Heizung einfach natürlich, weil sich das so irrsinnig gut angeboten hat und es ganz wieder ein bisschen Energie gibt. Und die Skulptur hinten drauf ist fast so als ästhetisch auch gegen.